Wisst ihr, wozu diese Musik gehört? Wer an die Kultserie Löwenzahn gedacht hat, liegt genau richtig. Ich habe Peter Lustigs bzw. Fritz Fuchs Nachbarn, Herrn Paschulke, auf der Hörspiel getroffen. Seht selbst. Neben mir steht Helmut Kraus, der in der Serie Löwenzahn Herrn Paschulke, Peter Lustigs Nachbar, spielt. Hallo Herr Kraus. Guten Tag. Wie lange spielen Sie schon Herrn Paschulke in der Serie Löwenzahn? Ich habe es gerade mal nachgeguckt. Ich bin bei Folge 10 eingestiegen. Da ging es um Zäune und Grenzen. Da musste ein Nachbar her. Und das war vor 29 Jahren. Wow. Können Sie sich mit dieser Rolle identifizieren? Also identifizieren in dem Sinne nicht, weil ich bin natürlich nicht so wie Paschulke. Ich spiele ihn. Aber es gibt schon einige Dinge, das macht man als Schauspieler immer so, dass man ein bisschen was aus seinem Leben mit reinbringt. Und so gewisse Trotteligkeiten hat man inzwischen auch schon in meinem Alter. Und wer ist der angenehmere Nachbar, Peter Lustig oder Fritz Fuchs? Die Frage stellt sich gar nicht, weil mit Peter habe ich das 25 Jahre gemacht, habe mich auf Peter eingestellt. Peter ist natürlich eine ganz starke Persönlichkeit gewesen für mich. Ich habe mich praktisch an ihn angehängt, weil er spielte ja die Rolle nicht, er ist es ja selbst. Und bei Fritz Fuchs ist es insofern anders, weil Fritz Fuchs ist ein Schauspielerkollege, mit dem kann ich was verabreden besser. Wir machen das mehr nach schauspielerischen Gesichtspunkten. Und das ist einfach etwas anders, aber ansonsten gibt es da keine Wertung. So. Und was haben Sie beruflich vor der Rolle als Herrn Paschulke gemacht? Ich habe ganz viel Theater gespielt, mache ich heute auch noch. Ich habe viel Radio gemacht, damals schon Hörspiele, bevor es Hörspiele auf Kassetten gab oder auf Tonträgern gab. Und und auch Fernsehspiele gemacht, anderer Art. Und dann bin ich eben dazu gestoßen, weil ich einen Regisseur mich da haben wollte. Und dann bin ich dabei geblieben. Nun kommen wir zu Ihrer Arbeit als Synchronsprecher. Sie sind auch Synchronsprecher vieler berühmter Hollywood-Stars. Welchen Hollywood-Stars leihen Sie Ihre Stimme? Oh Gott, das ist ganz schwer zu sagen. Ich bin natürlich vor allem bekannt als Stimme von Samuel Jackson in Pulp Fiction. Dann habe ich die ganzen letzten Marlon Brando-Filme gemacht bis zu seinem Tode. Jetzt auch den Paten nochmal synchronisiert, weil es da eine neue Tonfassung gibt. Ich habe gesprochen Anthony Quinn, ich habe gesprochen John Goodman, sehr viel. Ich habe gesprochen Onkel Phil in der Fernsehserie Prince of Bel-Air. Und ich habe gesprochen, Mr. Ed, das sprechende Pferd. Ja, ziemlich viel. Haben Sie denn auch schon einige dieser Stars getroffen? Nein, habe ich nie. Würden Sie die denn gerne mal treffen? Ach, ich glaube, die mögen das gar nicht mehr so gern. Früher war das mal lustig, den Synchronsprecher zu treffen. Aber heute kommen die ja nur her, um ihre Filme zu verkaufen in irgendwelche Talkshows. Und haben das, glaube ich, nicht so gern, wenn da noch ein zweiter ablenkt oder so. Also ich glaube nicht, dass ich das möchte. Wie lange dauert es eigentlich, bei einer Hauptrolle den kompletten Film zu synchronisieren? Es kommt darauf an. Also es ist kürzer, als man denkt. Heute sind die technischen Möglichkeiten ja auch so, dass das alles sehr schnell geht. Also ich habe zum Beispiel Marlon Brando in Don Juan de Marco habe ich in 1,5 Tagen gesprochen. Das gibt es auch, da man ja heutzutage auch sehr viel dazu übergegangen ist, die Rolle allein aufzunehmen und nicht mit dem Dialogpartner, was ich nicht gut finde, was aber aus Tempogründen und aus Kostengründen heute immer mehr gemacht wird. Mhm. Was macht Ihnen mehr Spaß, synchronisieren oder schauspielern? Das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird und die kann ich nur beantworten. Ich mache alles gleich gern, ganz egal, was ich mache. Das ist mein Beruf, ich habe nichts anderes gelernt und wo immer ich den benutzen kann, mache ich das gern. Woran arbeiten Sie zurzeit? Zurzeit bin ich am Löwenzahndreh, gerade mittendrin, habe nur heute natürlich frei, bin deswegen hierher gekommen. Wir drehen noch bis Ende Juni, das ist die erste Staffel für dieses Jahr zu Ende, dann haben wir wieder 8 Folgen gedreht und dann drehen wir im Herbst nochmal 8 Folgen. Und dann kommt der Höhepunkt des Jahres, die große 3-Fragezeichen-Tournee. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Danke, schön gemacht.